Wie war die Full Moon Party? Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall ohne Strom. Ja, ohne Strom. Das haben wir auch alles schön kein dokumentiert. Strom, keine Hip-Hop-Musik mehr. Hast du eigentlich aufgenommen, wie ich die Leute animiert habe? Ja, Digga, das habe ich auch drauf. Was habe ich geschrieben nochmal? We stop the rain? Stop the rain! Stop the rain! Alle sind ausgerastet. Ich habe nur irgendwann gerufen, bezahlt eure Stromrechnung. Dann die Deutschen gelacht. Willst du einen Helm? Nee. Auch so unfassbar leid? Ja, ich bin mir sehr leid. Festgekettet, kann sich nicht frei bewegen. Furchtbar, Digga, wirklich. Ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Have you noodles? With chicken? Yes. How much? 80. Okay. Thank you. How old are you? 12. 12, 13. No. No. 6. Amazing. 16, glaube ich. Und hier auch. Tonight we have the best fighters. Come. Okay, calm down, setz dich. 14. Ein neuer Tag ist angebrochen. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, boah. Alter, hier muss man so aufpassen, weil es so rutschig ist. Es hat die Nacht geregnet. Wir haben heute den 8. Januar, wir sind jetzt 8 Tage lang in Thailand. Heute am 8. Tag besuchen wir Magic Garden oben auf dem Berg. Guckt euch diese Touris an. Leute, ich zeige euch jetzt eine Sache, wie es funktioniert, damit es auch aussieht, als wären du immer alleine bist und richtig schön, ja? Das ist für Instagram. Siehst du? Hier ist einfach keiner. Ich bin alleine hier. Moment! Hey, Moment! Es ist mega rutschig hier alles, weil es geregnet hat. Man muss todes aufpassen. Ich bin gerade hier in den Fluss gerutscht. Der Boden glänzt auch richtig, weil der so glatt ist. So ein kranker Scheiß, Digga. What the fuck? Und ich muss, Digga, ich würde am liebsten... Also wenn ich jetzt so ein Wild River wäre, ich würde da ein bisschen reinspringen, Digga, mich da so... Digga, du kannst da safe reingehen. Ja, so rein, aber ich meine so treiben lassen, wie das Wasser sich die ganze Zeit da runterschlängelt, weißt du? Darauf hätte ich auch Bock. Hättest du gerne ein Boot? Ja, gerne einen Tropfen Wasser. Ja, mein Lieber, iss mal diese Teufelsfrucht. Ich lege mich darauf jetzt, wenn du möchtest. Was? Ist jetzt die Teufelsfrucht. Digga. Welche Kraft werde ich bekommen? Welche Kraft ist das? Die Vier-Arme-Kraft. Was, Junge? Wir sehen, wie du da reinbeißt. Ein Scheiß, Junge. Meinst du, hier wurde künstlich angelegt oder meinst du extra für die Touris oder was? Das ist nicht zwangsweise, aber künstlich angelegt auf jeden Fall. Ich glaube eher, dass das Spray hier so menschenmäßig war, dass die hier gebetet haben. Ey. Ja? Das ist dein neuer Name, Mornen. Mein Bruder. Mornen. Komm dich an, Mann, ich bin nass. Du magst es doch. Der Dschungel ist gefährlich. Weltkampf ist gefährlich. Voller tückischer Gefahren. Hast du die Gäste auch? Insekten. Hast du die Faust? Tiger. Arthur hat gerade eine Schlange erlegt. Ist hier warm? Thomas hat mit dem Jaguar gekämpft. Mit dem Hund. Hast du den 1000 Füßler aufgenommen? Ja. Hast du ihn gegessen? Ja. Angefasst? Ja. Gestreichelt? Nein! Wenn ihr den Magic Bar Garden jetzt gesehen habt, was ist eure Vorstellung, was dort mal existiert hat? Haben da Menschen gelebt? War es ein Tempel? Nee, da haben Menschen gelebt und einfach krasse Handwerker, weil die haben aus Vollmaterial, aus Vollstein, einfach Skulpturen, die aussehen wie bei uns industriell gefertigt. Ja, das ist einfach so krass. Wir sind an der nächsten Station. Wo sind wir jetzt hier? Paradise? Paradise Park. Paradise Park Farm.
Mein Bruder, komm. Ich zeig dir hier meine Farm. Damals, falls ihr euch erinnert. Ich hab von meiner Kokainplantage gesprochen. Sieh meine Garte. Eine Plantage machst du voll Kokain. Damals, sie haben doch alles über Mailand intern gemacht. Ja. Jetzt sind wir direkt an den Quellen. Thailand. Wir haben es geschafft, Digga. Thailand, das sind jetzt unsere Gebiete hier. Wo willst du hin, du kleiner Schwanz? Digga, komm mal, gib dir diese. Hier ist geheimes Spot. Mann, ja, als ob, Digga. Komm mal, jetzt lockt uns hier hin und dann nichts. Scheißwege. Okay, dann, du gehst rauf und ich schaukel dich richtig. Okay. Okay. Jetzt scheiß gleich auf deine auf den Schulter. Ich scheiß auf deinen Kopf gleich. Wir sind jetzt am zweiten Wasserfall angelangt. Der andere war gestern. Jetzt geht's erstmal hier durch den Dschungel. Ihr müsst euch auch mal anschauen, worauf wir jetzt diesen Pass überqueren. Also ganz safe schalten wir das auf jeden Fall nicht. Ja. Indiana Jones. Das ist Indiana Jones. Indiana Jones-Style. Ausfallschritte machen, Leute. Wer ins Gym geht und eine Reise nach Thailand plant, Leute, definitiv Ausfallschritte trainieren. Oh, was haben wir denn hier? Holy moly. What is this? Holy macaroni. Geil, Digga. Keine deutsche Qualitätsarbeit hier. Hey, lass mich mal vorgehen. Hey, verpiss dich. Am Ende fällst du runter. Ich sterbe wegen dir, mein Bruder. Ja. Was machst du? Alter, da geht nicht rüber. Natürlich. Du gehst da rüber. Komm mal. Was ist mit dir? Nee. Dicker, du bist jetzt gerade so weit hochgekommen. Komm mal jetzt! Also wer hier runterfällt, hat kein Glück. Ich habe mein Shirt ausgezogen. Es ist einfach so fucking warm hier. Beziehungsweise haben wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn man gerade gedacht hat, man hat die Stelle erreicht, die sehr, sehr geil aussieht, wird man immer wieder überrascht. Ich dachte gerade, ich verliere mein Bein. Ich bin mit meinem Fuß im Wasser gelandet. Genau zwischen zwei Felsbrocken. Digga, stell mal vor, du rutschst irgendwo eine Felsspalte, dein Fuß bleibt einfach stecken. Oh. Ja, aber du hast ja noch dein Handy. Ja. Du hast hier überall Empfang. Wir sind ja auch noch da. Halt die Presse. Stell mal vor, du bist alleine hier. Alleine. Und ein Stein geht rein in deinen Arsch und kommt nicht mehr raus. Oh, vegan, wir haben den ersten Unfall. Seven versus White. Komm, stell dir vor, du bist nominiert, mein Junge. Ich hab Thomas auf sein Auge verloren. Was ja. Alter, ich dachte, das wäre eine Schlange, ey. Er denkt, das ist eine Schlange. Dicker, ich hab das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Moment, dachte ich aber auch schon ein paar Mal. Hast du ein Ding, auf einmal bewegt sich das, weil hinten einer angefasst hat.